Hallo zusammen und willkommen zurück zu Lies of P. Wir befinden uns in Folge 5 in den verlassenen, beinahe verlassenen Straßen der Stadt Krat, nur noch bevölkert von wahnsinnigen Puppen und einigen verzweifelten Überlebenden. Und wir erinnern uns. Immer schön die Waffe schleifen, bis es funkt. Ja, in der letzten Folge haben wir zuletzt den NPC Thoma, glaube ich, hieß er, entdeckt, hinter verschlossener Tür, der nach der Murphy-Polizistenpuppe gerufen hat, die wir aber noch nicht gefunden haben, wenn es sie überhaupt noch gibt. Thoma war an der Versteinerungskrankheit erkrankt und wollte wohl die Puppe noch ein einziges Mal sehen, bevor er das Zeitliche segnet. Allerdings wissen wir natürlich nicht, ob diese Puppe noch existiert, wo sie sich befindet und ob sie nicht auch wahnsinnig geworden ist. Wir werden es ja vielleicht noch erfahren. Okay, wo kam die Stimme her? Da bin ich nicht ganz sicher. Oh, weia. Okay, schon wieder so ein großer. Vielleicht können wir uns ja gegen den behaupten, die sind immer irgendwie ein kleiner Krampf hier. Erstmal wieder reinkommen. Ja, okay. Er legt's drauf an. Oh, voll erwischt, voll erwischt. Sieht nicht gut aus. Okay. Ich wollte es mal probieren. Lie or die. Lüg oder stirb. Was ist das für eine Message? Lüg oder stirb. So ist es auch im wahren Leben. Okay, wir sind wieder am Stargazer, im Haus auf dem Elysian Boulevard. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal gucken, wo das hier war. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Okay, das ist wieder so eine Riesenpuppe. Hier war doch, glaube ich, irgendwo noch ein Händler. Wo auch immer der mal herkommt. Genau. Und das sieht schmerzhaft aus, wenn wir es berühren. Aber ansonsten, genau, das war der einzige Weg. Dann gehen wir da auch lang. Ah, genau, ich weiß, ich erinnere mich gerade. Wir hatten ja auch eine neue Waffe gefunden. Natürlich haben wir jetzt kein Ergo, um die hochzuleveln. Das heißt, wir werden das jetzt erstmal lassen. Leider. Kopf eines Elektrospulenstocks. Das hat man uns, glaube ich, noch nicht durchgelesen. Der Kopf einer stumpfen Waffe, die von der Firma Venikni hergestellt wurde, um Puppen zu zerstören. Die Spule setzt einen starken Strom frei, der tödlichen Schaden an Puppen verursacht. Die Menschen haben schon immer alles gefürchtet, was sie übertrifft. Puppen waren schon immer ihre treuen Diener, aber die Menschen haben einen neuen, natürlichen Feind geschaffen, der ihre Schwächen ausnutzen wird. Ja, KI. Griff eines Elektrospulenstocks. Der Griff einer stumpfen Waffe, die von der Firma hergestellt wurde, um Puppen zu zerstören. Zur Sicherheit des Benutzers wurde viel Aufwand in die Isolierung des Griffs gesteckt. Der mächtige Elektroblitz war eindeutig effektiv bei der Tötung von Puppen. Der Erfinder hatte jedoch nicht bedacht, dass er auch bei Menschen wirksam war. Okay, das klingt eigentlich nach einer relativ interessanten Waffe für uns gegen die Puppen. Wie gesagt, leider. Moment, ich kann ja mal gerade gucken. Haben wir denn noch... Ah, wir haben noch Ergosteine, Fragmente, wie auch immer. Ich glaube, die würde ich gerne mal ausprobieren. Leider können wir nicht beide Waffen auf einmal ausrüsten, denn dann hätten wir viel zu viel Gewicht.
Gewicht verwalten. Wenn das Gewicht deiner ausgerüsteten Gegenstände schwerer wird, verlangsamt sich deine Bewegungsgeschwindigkeit und deine Ausdauer wiederherstellen. Wenn du die Gewichtsgrenze erreichst, verlangsamt sich deine Geschwindigkeit stark und erhöhe deine maximale Ladung, um mehr Gewicht zu tragen. Alles klar, das kennen wir schon. Aber ich gucke gerade. Ja, man merkt schon, wir sind ein bisschen schwerer. Das gefällt mir tatsächlich nicht ganz so gut. Also die mal weg. Ja, besser. Wir werden mal gerade zurück teleportieren und die Waffe ein bisschen aufleveln im Hotel. Und die da mal ausprobieren. Ich denke, ein Mondstein dürfte reichen. Die andere Waffe ist ja auch nur auf plus 1. Dann müsste das erstmal ausreichen. So, ich glaube, dafür brauchen wir 200 Ergo. Wie viel können wir denn insgesamt erhalten? 1000, 1300, 1900. Wir brauchen fürs Aufleveln. Steht das hier irgendwo? Moment. Ich sehe es gerade nicht. Vielleicht übersehe ich es auch. Wir benutzen erstmal nur 200. Wie gesagt, wir brauchen 200 zum Aufleveln. Zumindest war es bei der anderen Waffe so. Genau. Ah, oh, okay, wir haben 4 Mondsteine. 230. Oh, ich würde sagen, wir sind heute mal dekadent. Wir benutzen mal alle. Vielleicht können wir danach noch aufleveln. Dafür haben wir sie ja auch. So. Wir haben das ja schon am ersten Boss gemerkt. Diese Elektrowaffen sind sehr effektiv gegen die Puppen. Mal gucken, ob das auch gegen alle Puppen der Fall sein wird. Oder ob dann irgendeine kommt mit, keine Ahnung, toller Isolierung oder sonst was, wo wir dann Feuer benutzen müssen. Um die zum Beispiel wegzubrennen oder sowas. So, Vitalität würde ich gerne ein bisschen erhöhen. Und damit sind wir auch schon wieder so ziemlich blank. Gut. Ja, dann geht's zurück zum altbekannten Haus. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch durchgucken. Gucken, ob wir durchkommen, so rum. Ohne, dass wir jetzt nochmal sterben. Sonst sind nämlich 1100 Ergo einfach mal futsch weg. Noch sind sie da. Aber wenn wir nochmal sterben, dann war's das. Wäre ein bisschen schade. Sind die Preise vieler besiegter Gegner. So, da oben hing jetzt keiner, aber da hing einer. Oh ja, das geht gut. Die ist zwar ein bisschen langsamer, die Waffe hier. Aber die haut ganz gut rein. Gefällt mir. Ah, zu spät gedrückt. Okay, bis jetzt zählen wir 2 Tode. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht zu häufig. Ich glaube, in der letzten oder vorletzten, ich glaube, in der letzten Folge hatte ich mal kurz über den Schwierigkeitsgrad gesprochen. Ich hatte schon gelesen, manche kommen nicht so gut damit klar, manche haben ein bisschen mehr Probleme. Die finden das hier ein bisschen schwieriger. Ich hatte ja gesagt, als Souls-like würde ich es eher von der Schwierigkeit her im unteren Bereich ansiedeln. Natürlich sterbe ich dann direkt in einer darauffolgenden Folge. Das nennt man dann wahrscheinlich Karma. Aber so ganz grundsätzlich finde ich es eigentlich, wie gesagt, bis jetzt moderat. Diese großen Puppen, die sind halt wirklich ziemlich krass. Die nerven, die schrecken nicht zurück, die hauen dich wirklich ziemlich gut weg. Hatten wir das schon durchgelesen? Ja, das hatten wir in der letzten Folge schon durchgelesen. Also wie gesagt, diese großen Puppen, die finde ich ziemlich krass. Bis jetzt. Vielleicht finde ich ja noch irgendwann mal eine Schwachstelle. Ja. Mal gucken. Ja. Aber es ist eigentlich wie mit jedem Fall. Man muss einfach nur das Angriffsmuster sich einprägen. Okay, und der Ausdauerbalken. Braucht ein bisschen länger irgendwie mit der Waffe, habe ich den Eindruck. Ach ja, man kann ja nicht ausweichen bei diesen Angriffen. Hab ich ganz vergessen. Oh, die haben aber auch wirklich, die schrecken nicht zurück. Die haben eine miese Reichweite.
Und die machen echt Schaden. Ich glaube, das wird unser nächster Tod. Die sind aber auch echt fies. Die sind echt fies. Oh, der kam schnell. Okay, alles klar. Der dritte Tod. Uiuiui. Okay, die ist heftig. Also ich habe ja schon ein paar von denen besiegt, aber die ist irgendwie ziemlich heftig, die Puppe. Die macht ein bisschen mehr Schaden, finde ich. Und die hält echt viel aus. Da haben wir schon eine bessere Waffe uns geholt und nochmal aufgelevelt, ein bisschen mehr Vitalität und trotzdem. Boah. Fieses Stück. Ja, schon wieder gegen die Wand gehauen. Schon wieder gegen die Wand gehauen. Die Wand ist der schlimmste Feind in diesem Spiel. Wirklich. Die Wand, Laternen, alles, wo du gegenhauen kannst. Das probieren wir nochmal. Sind wir irgendwie immer noch ein bisschen schwer? Etwas schwer. Ah. Schade, ich mag die Waffe. Aber die macht uns echt ein bisschen langsam. Boah, ey. Ui, das war ein Headshot, glaube ich. Autsch. Okay. Ja. 2 Tage Pause, muss man echt nochmal wieder reinkommen vorher. Ich hätte ein bisschen üben sollen. So, und weil ich nicht dazulerne, probieren wir es gleich nochmal. Diesmal vielleicht mit ein bisschen Unterstützung. Was haben wir denn noch so? Vielleicht ja noch irgendein Item, was uns ein bisschen weiterhilft. Wir haben hier die Wurfzelle, genau. Dann haben wir hier das Thermit. Elektroblitzschleifmittel, das brauche ich eigentlich nicht, weil die Waffe macht ja schon Elektroblitzschaden. Tributreinigungsapulle brauchen wir leider auch nicht. Wo ist denn dieser NPC? Ich sehe ihn nicht. Es ist so dunkel in irgendeiner Kiste. Kann ja eigentlich nicht sein, oder? Ein bisschen klein die Koffer hier für ein Menschlein. Oder ich weiß ja nicht, ob es eine Puppenstimme... Ah, guck mal da oben. Eine Puppenstimme war, weil ich habe das Audio ein bisschen zu leise. Bevor wir mit dir sprechen. Trick 17. Jetzt haben wir nichts mehr. Oh. Moment, was macht denn eigentlich unsere Waffe? Erschaffen. Erhöht den Elektroblitzangriff vorübergehend wesentlich. Und springe und schlage kraftvoll nach unten auf den Feind ein. Okay. Wir haben ihn erfolgreich vertrieben. This must be your first time in the petrification disease quarantine zone. For most people, this is their last stop. You are a good Samaritan for coming all the way here. I'm one. May I ask you a favor? My family took my baby from me and sent me here. They said it was for my own good, but it was heartless just the same. A baby must be with its mother. Please go to Quart City Hall and bring me my baby. Boah, das ist natürlich jetzt eine lustige Quest, weil klar, auf der einen Seite kann ich das voll nachvollziehen, Mutter, Kind, ja. Andererseits ist sie hier in der Quarantänezone
Und ich glaube, das ist das Egoistischste, was ich heute zumindest gehört habe. Ich bin todkrank und stecke mein Baby an, aber ich will es bei mir haben, wenn die. Aber ich weiß nicht. Sollen wir das machen? Das gibt's doch nicht. Was ist das für eine Quest? Thank you so much, kind one. I can finally see my sweet Elena's face again. Please hurry. Hard scales spreading across my eyes. Before I lose my sight. Please. She said the baby was at City Hall. Should we check it out? I hope everybody's safe. Okay, das Rathaus könnte der nächste Safe Haven sein. Aber ich weiß nicht, wenn wir das Baby, wie auch immer, jetzt hierher bringen. Wenn es noch ein Baby ist, keine Ahnung, wie lange das jetzt her ist. Vielleicht ist es auch schon ein Kleinkind oder was auch immer. Also erstens kann ich doch kein Baby durch diese Stadt hier schleppen. Überall blutrünstige Puppen, todbringende Puppen. Und ich weiß ja nicht, ob sie das... Ich weiß ja nicht, wie ansteckend diese Krankheit hier ist, aber was ist das für eine Bitte? Wow. Vielleicht wird es Zeit für eine nächste Lüge. Ja, du bist immer noch da, ne? Mhm. Ach, wir haben ja auch wieder unsere Puppenschnur. Was? Wirkt überhaupt was bei dem? Ja, so halb, ne? Immer ein bisschen Schaden. Falsches Item. Ausdauer, Ausdauer. Ach, der hat einfach eine viel höhere Range als wir. Ich weiß nicht, ich blick durch das Angriffsmuster irgendwie nicht durch. Boah, ey. Das gibt's doch nicht. Ah, dieser perfekte Block, der gemacht werden muss. Der perfekte Block. Oh nein, ich glaube, ich habe die... Habe ich die eingesammelt? Die verlorenen Ergo. Boah, ey. Ja, okay, hatte ich. Ah, alles klar. Jetzt sind schon 2000. Das gibt's doch nicht. Ich brauche nur eine Heilimpulle. Pulszelle. Wo gibt's die? Boah. Okay. Na, ich weiß aber nicht. Da muss ich wohl meinen Kommentar über den Schwierigkeitsgrad ein bisschen zurücknehmen. Bis jetzt kam ich eigentlich gut klar, aber diese eine Puppe, ne? Die haut mich echt weg. Das gibt's doch nicht. Jetzt ärgert's mich aber langsam. Sollte es doch zur Seite. Oh Mann. Ist die Quest zeitlich begrenzt eigentlich? Gute Frage. Ich bin fast versucht, einfach an dem vorbeizulaufen.
So. Mehr Schaden. Boah. Deutlich mehr Schaden. Ausdauer. So, mein Freund. Boah, geht doch, ey. Kopf eines Knüppels der Kratpolizei und noch irgendwas. Cool, ja, geht doch, Mensch. Alles klar, man muss echt mehr mit den Waffenfähigkeiten arbeiten. Das hat ja deutlich mehr Schaden verursacht. Klasse. Eieiei, okay, und Griff, alles klar. Was kann das denn? Ein Kopf von den Selbstverteidigungsstöcken der Kratpolizei. Der harte Knüppel kann verwendet werden, um alle Arten von Puppen zu schlagen. Das habe ich gemerkt. Nach den gewaltsamen Protesten mit der Fabrikgewerkschaft wurde es in Krat üblich, die Schlagstöcke der Polizei schwarz zu lackieren. Der Grund dafür bedarf keiner Erklärung. Na klar. Puppen haben ja auch schwarzes Schmiermittel hier. So. Der Griff. Die geriffelten Linien machen ihn griffig. Er kann an jeder Klinge montiert werden. Raube niemals das Haus eines Polizisten aus. Dafür kommst du nicht ins Gefängnis. Es ist eine sicherere Weg in die Kanalisation mit einem von einem Polizeiknüppel zerschmetterten Kopf. Der Rat eines pensionierten Kleindiebs. Gut, die kommt ja zum Glück auch nicht wieder. Oh, noch mehr zum Lesen. Schön. Es juckt. Zieht man die Haut ab, sieht man blaues Blut. Blut, Blut. Hübscher Kokon. Blauer Engel. Freudiger Appetit. Blauer Tod. Was für ein Festmahl. Tod und Tod und Tod und Tod. Ich lebe. Es juckt. Okay. Anscheinend macht die Krankheit auch ein bisschen wahnsinnig. Würde die Quest der Frau erklären. Boah, ist ja fast ein One-Hit. Klasse. Okay, das sind neue Gegner. Und noch zwei davon natürlich. Oh, okay, das war ein Konter. Alles klar, einer weg. Okay. Oh, das sieht doch nach einem Shortcut aus. Den ich eigentlich gar nicht brauche. Nicht so wirklich zumindest. War das eigentlich Murphy, den wir gerade besiegt haben? Die große Puppe? Ich hoffe nicht. Weil er was gedroppt hat. Und die sind ja... Die respawnen ja nicht. Die Alchemistenbrücke. Das sieht so aus, als würde es hier weitergehen. Dann gehen wir erstmal kurz ins Gebäude. Eigentlich würde ich auch gerne mal meine Ergo sichern. Vielleicht machen wir das auch noch gleich. Schöne Rezeption. Schönes altes Gebäude. Netter Teppich. Oh, ein Aufzug. Der geht bestimmt nicht. Reparieren. Klick drauf. Ja, klar. Was ist das für eine Reparatur gewesen? Cool. Wenn es so einfach wäre. Jetzt sind wir hier. Ah, das ist gut. Das 3 Shortcuts auf einmal. Was ist das denn? Ne, 2. Der Händler, genau. Dann können wir hier vielleicht nochmal aufleveln. Bevor wir da auf die Brücke gehen. Benutze das Telefon, um dem Rätselkönig zu antworten. Oh ne, sowas kann ich nicht. Versagen mit Ansage. Kommen bestimmt wieder irgendwelche Fragen, zu deren Antwort ich nichts weiß. So, reden. Stufenaufstieg. Ich würde sagen, wir machen mal die maximale Ladung ein bisschen hoch, damit wir ein bisschen mehr Gewicht tragen können. Ein bisschen mehr Legion, ein bisschen mehr Gewicht. Das hilft uns zwar jetzt vielleicht für den Anfang nicht ganz so viel weiter wie mehr Schaden, mehr Vitalität, aber gehört irgendwie auch dazu, muss man ja haben. Weil wir sind jetzt schon ziemlich überladen. Und...
Perfekt, jetzt können wir es wieder normal bewegen. 58%, ab 60 war, glaube ich, leicht schweres Gewicht. War natürlich auch der Hauptgrund für meine Niederlagen eben. Brechen. Okay. Haben wir noch nicht erlitten, glaube ich. Das Brechen. Ist auch mal wieder unschön. Gut, wir haben den Aufzug ja repariert. Wir haben drauf gedrückt, dann ging er wieder. Dann können wir noch benutzen. Ach ja, genau. Okay. Sehr schön. Der Hund greift mich hoffentlich nicht an. Nee. Dann bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Sieht fast so aus, als kommt eine Cutscene. Alle Puppen werden zerstört. Purge. Puppets. Ui, das ist eine eindeutige Message. Sehr eindeutige Message. Together. Tell me the truth. What's your problem? I'm here for the old man. Get lost. Wait. I know you. Or more like, I know what you are. You're the devil's puppet. You can't see. Was? Nein, bin ich nicht. Esel? Ist das jetzt der Bremer Stadtmusikant oder was? Ja gut, ich meine, dass es Hass schürt, wenn man so verrückte Puppen erschafft, die alle Menschen umbringen. Kann ich tatsächlich etwas nachvollziehen. Davon sollten wir uns nicht treffen lassen, von der Schlagkombo. Au! Verrückter Esel, du! Mist. Immer wieder, denn ich, im Gegensatz zu dir, kann respawnen. Au. Frage mich, ob er noch eine zweite Phase hat gleich. Mist. Verdammt. Hör doch auf. Ach verdammt, geht nicht mehr. Verdammt. Ich glaube, gegen den wäre mir tatsächlich das Schwert lieber. Sag ich ja. Vielleicht probieren wir das mal. Ist ein bisschen schneller.
Okay, das ist tatsächlich sehr nett. Ich dachte, ich müsste den Aufzug jetzt wieder rufen. Der war ja eigentlich unten, aber das Spiel hat ihn automatisch wieder hochgefahren. Das ist nett, tatsächlich. Wo ist die andere? Ich lasse die jetzt einfach mal beiseite, weil wir brauchen unser Leben. So, okay, probieren wir es nochmal. Unser Ergo ist da ganz hinten. Ja, du wartest schon auf uns, ne? Du weißt, dass wir wiederkommen. Er hat mich gehört. Das heißt, wir müssen auch tatsächlich gegen Menschen kämpfen. Das ist wahrscheinlich der Brandschaden dann besser. Ja, da war ich dann aber auch immer aus, ne? Das war ein sehr schneller Angriff. Ah, oh, der verrückte Esel, der hat echt viel Leben, du. Ah, oh, der Wagen. Aber ein bisschen spät aufgefallen, dass ich wieder da bin. Ich sollte wirklich ein bisschen mehr blocken. Geht's deutlich besser. Das war's. Jetzt schon? Seeing you like this, I understand why some people despise me. I invented the puppets, after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. Oh, okay, die Maxanzahl wurde erhöht. Oh, okay, jetzt schon Geppetto. Ich dachte wirklich, wir hängen so das halbe Spiel auf der Suche nach ihm. Aber da ist er schon tatsächlich. Cooles Design auch. Gefällt mir sehr gut. Boah, der verrückte Esel, der erinnert mich tatsächlich, weil wir sind ja hier auch in einem, zumindest in einem, von einem Märchen inspirierten Spiel. Echt an die Bremer Stadtmusikanten. Das ist natürlich jetzt heftig, also Geppetto war tatsächlich hier drin und wir haben jetzt den ersten Menschen getötet. Boah. Und interessanterweise, die Puppe hatte tatsächlich hier Pinocchio Reue, finde ich, im Blick. Fand er nicht gut. Puh, das ist natürlich schlimm genug, wenn man hier schon die ganzen wild gewordenen Puppen als Gegner hat. Aber dann auch noch rachsüchtige Menschen, die vielleicht nicht ganz zu Unrecht den Hals auf ihn haben. Immerhin hat er die ganzen Puppen hier erschaffen. Er ist der Urvater dieser Katastrophe, was auch immer den Puppenwahn ausgelöst hat. Wir wissen es ja noch nicht. Die Menschen
ticken manchmal ein bisschen einfach und geben ihm hier dann natürlich die Schuld. Aber auf jeden Fall sehr interessante Story. Und dann hören wir mal uns an, was Geppetto zu sagen hat.